Hallo und herzlich willkommen zu meinem Nest Mod Review. Diesmal stelle ich euch die Amazone ED302 vor. Das ist eine Sämaschine mit 4 Säelementen. Außerdem hat die noch einen Saatgutbehälter von 204 Litern und einen Düngertank von 650 Litern Fassungsvermögen. Die Fruchtsorten, die man damit säen kann, sind meistens Zuckerrüben. Die Unterhaltskosten betragen 30 Euro und die Arbeitsbreite beträgt 3 Meter. Ja, das ist dann das gute Stück. Sieht man auch richtig schön, gut. Von den Texturen her, ganz okay. Das ist, denke ich, mal der große Düngertank und dann der Saatguttank hier. Tänke, Tanks, Tanks. Spurenreißer auf beiden Seiten jeweils. Ja. Dann fahren wir damit mal. Man kann auch nicht zwischen der Geräteauswahl wechseln. Das ist irgendwie nicht möglich. Ja, wie man den Dünger auftankt, das verstehe ich jetzt nicht, was da rein muss. Egal, dann können wir kurz dort was sehen. Ich kann auch irgendwie hier nichts wählen. Ja. Jetzt kann man Mais und Dings wählen. Dann nehmen wir doch schnell mal Mais. Wie wir sehen, müssen wir sie erstmal anschalten. Fahren. Und ja, beim Aussteigen klappt sich das dann ein. Ja, mehr zu der Sämaschine gibt es nicht zu sagen. Von mir gibt es 4,5 Sterne, würde ich sagen, bis auf den kleinen Mängel, warum man keinen Dünger hinfüllen kann. Vielleicht weiß einer von euch, warum man das nicht kann oder so. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es probiert. Man kann auch nicht zwischen den Gerätschaften wechseln, das geht irgendwie nicht, wenn man das angekoppelt hat. Komisch, aber ja, okay. Und mit dieser Bombensensation, dass man nicht zwischen den Geräten wechseln kann, wenn man die Sämaschine anhat, verabschiede ich mich wieder und gebe natürlich am Ende des Videos auch natürlich einen Daumen nach oben und einen Kommentar ab. Bis dahin.